Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Talk. Heute mal nicht mit Analytics, denn die Analytics wurden noch nicht veröffentlicht. Es kann sein, dass Gwent Up durch den Patch ein paar Probleme bekommen hat, die Analytics reinzukriegen, oder sie hätten gesagt, es hat sich noch nicht gelohnt. Ich weiß es nicht. Wir wurden aber auf jeden Fall auch mal gefragt, ob wir nicht mal ein Video zu Tierdecks machen können. Ne? Welche Decks aktuell sehr stark sind. Für die, die es nicht wissen, Tierdecks. In vielen Kartenspielen werden Decks in Tier eingeteilt. Tier 1 sind zum Beispiel die stärksten Decks. Tier 2 sind auch noch sehr starke Decks und so weiter und so fort. Das geht halt immer weiter runter. Wir haben gesagt, okay, wir machen es. Wir sollten auch ein bisschen die Anführer dazu erklären. Allerdings werden wir nur, also das stärkste Deck unserer Meinung nach von jeder Fraktion vorstellen. Also ein Tier 1 Deck und dann nochmal zwei Tier 2 Decks. Wir werden allerdings nicht jedes einzelne Deck einer Fraktion durchgehen, weil es gibt aktuell für viele Fraktionen auch andere Decks, die man spielen könnte. Wir werden vielleicht mal kurz was dazu sagen, aber wirklich durchgehen wollen wir den nicht, weil sonst wird das Video viel zu lange. Und zu den Anführern sagen wir auch ein bisschen was. So, fangen wir an mit Scoia'tael. Die Decks sind übrigens in keiner, oder die Fraktionen eher, sind in keiner bestimmten Reihenfolge. Also wir haben jetzt nicht die stärkste Fraktion zuerst genommen, die schwächste Fraktion zuletzt. Ne? Die sind alle unterschiedlich, je nachdem wie sie jetzt gerade auftauchen. Wir fangen mit Scoia'tael an. Aktuell viele die stärkste Fraktion, merkt man auch. Und unserer Meinung nach das stärkste Deck, was wir aktuell wirklich mit Scoia'tael spielen können, ist ein Zwergendeck. Zwergendeck ist halt eine sehr breit gefächerte, sage ich mal, Variante, was man sagen kann. Es gibt viele Zwergendecks, ne? Leader im Durchschnitt ist natürlich Burwa. Burwa ist ein super Leader. Entweder man spielt eine Silberkarte aus seinem Deck aus oder einen Bronzezwerg. Das heißt, er ist sehr vielseitig einsetzbar. Man kann seine Silberkarten rausholen, wann man will. Es gibt aber noch andere Zwergendecks. Es gibt auch aktuell Zwergendecks, die eher mit Elfner spielen. Die rennen teilweise auf Commander's Horn. Und dann kann man sich mit Elfner einfach nochmal ein Commander's Horn aus dem Friedhof wiederholen. Das heißt, Elfner wird zum 25er Stärke-Leader. Ist auch eine sehr starke Variante. Elfner bevorzuge ich sogar tatsächlich momentan ein bisschen mehr als Buva. Aber auch nur, weil das Zwergendeck, was wir so aktuell ein bisschen mit rumspielen, kein Spion im Deck hat. Ne? Und das ist halt der Grund. Es gibt natürlich auch noch Zwergendecks, die mittlerweile mit Cirinova rennen. Die rennen ein bisschen mehr Elfen als Zwerge, aber spielen halt Cirinova, ist auch eine Variante. Aber kommen wir erstmal dazu, warum sind Elfendecks so stark? Und zwar, ja, ein Riesenvorteil, also wenn nicht sogar der größte Vorteil, den Elfendecks haben, sind momentan wirklich Bronze- und Goldkarten. Die Bronzekarten, die Zwergenaufwiegler zum Beispiel, können massivst Punkte aufs Feld holen, ohne dass man dafür irgendwas vorher machen muss. Man spielt einfach nur einen Zwergenaufwiegler aus und kriegt eine 14er Stärke Bronzekarte. Das hat kein anderes Deck. Kein anderes Deck hat so eine starke Bronzekarte. Das heißt, man kann einfach viele Punkte aufs Feld zaubern ohne Vorbereitung. Ein weiterer Grund, warum Zwerge aktuell so stark sind, ist, dass sie eine relativ starke lange und kurze Runde haben, also beidseitig, sind viel einsetzbar. Man kann jetzt nicht wie bei anderen Decks zum Beispiel ausspielen, dass man sagt, okay, Zwerge sind auf kurze Runden ein bisschen pappiger, das heißt, wir versuchen die erste Runde zu gewinnen, die zweite Runde lang zu ziehen und die dritte Runde haben wir dann einen Vorteil, ist bei Zwergendeck nichts der Fall. Grund hierbei sind einfach, die guten Bronzekarten, die guten Goldkarten wie Ifline, Jorvid Meditation, Glaze ist aktuell auch wieder eine relativ starke Goldkarte für Zwerge. Und auf kurze Runden haben die Zwergen leider ihre, ich sag mal, Wiederbeleber, Hattori und Pauli. Pauli kann halt eine relativ starke Karte, die vorher mit Barkley aus dem Deck gezogen wurde, retzen. Wenn es zum Beispiel ein Zwergenscharmützler ist, dann hat er schon auf dem Friedhof 13 Stärke. Das heißt, man belebt einfach eine 19er Stärke Bronzekarte wieder mit einem Pauli. Der vielleicht auch nochmal vorher durch den Dennis gebufft ist, sind es halt fast 22 Punkte, 23 Punkte eher, die aufs Feld kommen. Also das ist wirklich eine sehr starke kurze Runde. Andere Option ist halt Hattori in Barkley, der vielleicht noch einen Zwergenaufwiegler aus dem Deck holt. Der Zwergenaufwiegler holt dann auch noch was bufft, sind auch fast 18 Punkte. Also Zwergen haben wirklich sehr starke kurze Runden und bei den langen Runden sorgen halt die Goldkarten dafür, dass sie, sehr vernichtend sein können. Ifline kann einfach mal mit einem doppelten Beben fast 40 Punkte 40 Punkte deswegen machen, was schon enorm stark ist für so eine Goldkarte. Das Problem, was Zwerge haben, ist,
Sie haben kaum Kontrollelemente in ihrem Deck vorhanden. Also Zwergendecks sind nicht wirklich darauf spezialisiert, Gegner bei ihrem Aufbau so zu unterbrechen. Das hat sie eine Zeit lang bestraft, dass sie gegen Monster-Absorb-Decks, die sich rein auf Neckar gebildet haben, sehr massive Probleme bekommen haben. Es ging sogar so weit, dass einige Zwergendecks auf einmal Cyprian gerannt sind. Eine Karte, die dem Gegner 4 Stärke oder eine 8er Bronze-Karte, die dem Gegner 4 Schaden verursacht. Allerdings 4 Basisschaden, das heißt, sollte diese Karte dadurch gestorben sein, wird sie nicht auf den Friedhof gelegt. Das war so ihr Weg, die Neckar auszubremsen. Und das war wirklich auch das Problem, was sie hatten. Zwergendecks hatten gegen Neckar-Decks sehr viele Probleme, weil sie wirklich nicht ausbremsen konnten. Ne? Das war wirklich sehr massiv, hat sich wieder ein bisschen gebessert. Aber auch nur, weil aktuell Neckar-Decks auf der Leiter gegen andere Decks sehr schlechte Chancen haben, wie wir später noch sehen werden. Dann haben wir noch unsere Tier-2-Decks. Einmal habe ich ja mich für Spellatel entschieden. Spellatel ist meiner Meinung nach ein sehr starkes Deck. Bevorzugter Leader ist eigentlich Aethne. Es gibt auch noch die Option, sie mit Filavandrel zu spielen, so wie der heißt. Filavandrel ist allerdings von den Leadern her aktuell wirklich der schlechteste. Den sieht man wirklich kaum. Es ist eher so ein bisschen, sage ich mal, ein Troll-Leader, weil er schafft einen zufälligen Bronzezauber. Der Bronzezauber kann relativ stark sein. Aber Aethne lässt einen einfach jeden Zauber, den man auf dem Friedhof hat, nochmal spielen. Das heißt, solange man mit Spellatel relativ gute Zauber spielt, natürlich macht man das mit Spellatel, weil es ist am Anfang ein sehr starkes Zauberdeck, dann sehe ich keinen wirklichen Grund dafür, Filavandrel reinzupacken. Ne? Und auch sonst macht Filavandrel in manchen Decks, er kann gut sein, in der Regel ist es leider nicht. Spellatel ist halt am Anfang eher so ein bisschen... nicht wirklich viel mehr, aber halt auch ein paar Kontrollelemente noch im Deck drin, die den Gegner vielleicht ein paar Karten wegzaubern können. Das ist relativ stark, aber ansonsten kümmert es sich eigentlich auch nur um sich selber, indem es sich halt massiv hochbufft. Es kann wirklich sehr gute, starke, lange Runden haben. Die kurzen Runden sind auch nicht schlecht, wenn man die Protektoren hochgebufft hat. Das Problem ist natürlich, das Deck ist halt leichter zu unterbrechen als die Zwerge, da einige Karten... zum Beispiel die Farseer oder die Weitseher, sich sehr stark hochbuffen, hat man hier auch natürlich bessere Ziele, die man removen kann, warum das Deck ein bisschen anfälliger ist im Allgemeinen. Es ist ein starkes Deck, es ist aber leider nicht so stark wie die Zwerge. Und noch als Tier 2 Deck haben wir Bewegungstell, also Bewegungs-Goyatel. Sieht man aktuell eher weniger, wir haben es gesehen. Das Problem ist, das Deck ist halt sehr abhängig von den Wettereffekten, vor allem von den Goldwettereffekten, die in jeder Reihe liegen müssen. Es kann wirklich sehr starke lange Runden haben, es versagt aber komplett auf kurzen Runden, da die Karten, die in dem Deck sind, nicht wirklich, ich sag mal, auf kurze Runden massive Power Swings haben. Das heißt, das kann man relativ leicht auskontern. Ist aber auch ein ganz lustiges Deck, macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Es war auch mal wirklich ein ziemlich gutes Deck, wenn nicht sogar das Top-Tier-Deck für kurze Zeit. Aber es hat mit den letzten Patches und Karten nicht wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen, sage ich mal so. Ne? Na gut, das war die Scoia-Tail-Fraktion. Wie gesagt, Filavandrel, nicht häufig gespielt. Natürlich gibt es noch ein paar andere Versionen. Es gibt halt auch andere Spell-Decks oder so, die gespielt werden. Aber wie gesagt, wir gehen nur auf 3 Decks ein, weil sonst dauert das alles zu Lande. Filavandrel ist leider aktuell sehr schwach. Achso, und das hätte ich vielleicht auch noch sagen sollen, Bewegungs-Goyatel spielt mit Francesca, das war natürlich der Leader, der noch fehlt. Francesca ist einfach ziemlich gut, weil sie Karten aus dem Deck rausholen kann, diese auch nochmal bufft. Das Problem ist halt natürlich, mit Aethne könnte man zwar einen Zauber wiederbeleben, es gibt aber relativ wenig Zauber im Bewegungs-Goyatel-Deck, ne? Und mit Bewegungstell kann man sich halt dann wirklich, also mit Francesca kann man sich die Karten, die wirklich gerade vonnöten sind, aus dem Deck rausholen. Da es nicht immer Zwerge sind, ist Buhuva da halt auch... finde ich auch nicht so die tolle Wahl. Also Francesca macht wirklich, wenn man eine gezielte Karte rausholen will aus einem Deck, die kein Zwerg ist oder keine Silberkarte oder wenn man kein Spell doppelt spielen will, macht Francesca noch eine gute Figur. Wird allerdings auch aktuell ziemlich wenig. So, dann kommen wir zur zweiten Fraktion. Nilfgaard. Nilfgaard wird vielleicht einige überraschen, aber unser Tier 1 Deck für Nilfgaard sind aktuell die Spione. Es hat folgenden Grund, Spione sind unserer Meinung nach ein bisschen stärker als Alchemie-Decks, einfach weil sie ein bisschen mehr Kontrolle aufs Feld bringen und wie Alchemie können sie auch natürlich sehr starke Runden, also sehr starke lange Runden haben.
Spione werden aktuell nicht wirklich häufig gespielt. Das Problem an Spionen ist, sie sind ein bisschen schwerer zu spielen, unserer Meinung nach, als Alchemie. Alchemie ist wirklich ein super leichtes Deck. Alchemie spielt sich fast von selber. Von daher werden die Spione nicht wirklich angepackt. Aber ich glaube wirklich, wenn es um diesen Power Swing geht, dann würde ich die Spione über Alchemie bevorzugen. Von daher sind Spione aktuell unserer Meinung nach das Tier 1 Deck. Spione haben starke lange Runden und auch kurze starke Runden, also lange Runden, vor allem durch die Spione, durch die Enforcer und die Briganten, die sich hochbuffen. Die Enforcer können dem Gegner halt auch noch eine Menge wegschießen, von daher können sie auch noch sehr starke Kontrollelemente haben, beziehungsweise haben sehr starke Kontrollkombos. Allerdings ist das auch der Nachteil vom Deck, sie sind halt wirklich sehr abhängig von Kartenkombos. Also wenn man mit Spionen wirklich eine sehr schlechte Emissary-Reihe hinkriegt, kann man nicht wirklich seine Karten hochbuffen, kann man nicht wirklich schießen. Man könnte mit einem Emissär auch absoluten Bockenmist aus dem Deck ziehen. Das ist halt wirklich sehr problematisch. Das ist halt so der Nachteil von den Spionen. Aber ansonsten starke, sehr starke, wenn nicht sogar lange Runden, was sie wirklich ausmacht. Und kurze Runden können sie auch durchaus überzeugen, sollte man sie nicht unterschätzen. Ne? Sogar noch mit einer Karte könnten sie mehr Punkte aufs Deck rufen als eine Alchemie-Nilfgaard-Deck. Wobei, das ist auch wieder schwer zu sagen. Leader für die Spione ist der gute M hier. Wir haben den guten Usurpator, oder wie der heißt. Ich weiß nicht genau, Usurpator, Usurper, haben wir auch mal getestet für Spione. Das Problem ist halt, der Usurper ist erstmal ein Spion, was natürlich für Spion-Decks nochmal ein bisschen zugunsten kommt. Allerdings sucht man sich einen von drei Anführern aus. Und die meisten Anführer sind wirklich für Spion-Decks nicht wirklich gut. Die stärksten Anführer, die man auch holen könnte, wären wahrscheinlich die aus Nilfgaard. Aber da sagen wir, okay, M hier ist für dieses Deck einfach nur super. Man kann Schlüsselkarten doppelt ausspielen. Sehr starke Option. Was auch noch gut an den Spionen ist natürlich, ist, dass sie guten Single-Target-Removal haben, dank Menno. Also sie können eigentlich so gut wie alles, was man anvisieren kann, wegmachen, egal wie stark es ist. Man braucht nicht mehr wirklich einen Brand dazu. Das ist halt auch nochmal so eine starke Kontroll-Kombo. Ja, Leader sonst für Spione. Da sich die Spione sehr stark selber milden, ist halt der liebe, wie hieß er, John? Der hieß doch mittlerweile John. Kel'Vaeth ist auch leider nicht so stark, weil, wie gesagt, das Deck mildt sich halt relativ stark selber. Noch eine Karte aus dem Deck rauszuziehen ist nicht nur nützlich, wie sage ich mal, Schlüsselkarten doppelt auszuspielen. Und Morwyn ist für das Deck halt natürlich komplett nutzlos, weil dem Gegner Karten zu enthüllen oder sich selber bringt gar nichts. Spione, unsere Top-Tier-Wahl. Tier 2 Decks, Alchemie. Alchemie ist aktuell auch ein sehr starkes Deck. Alchemie rennt sogar relativ viele Konter aktuell gegen Monster, warum es momentan mehr Play sieht als Spione. Aber ein wichtiger Grund, warum Alchemie wahrscheinlich auch mehr gespielt wird als die Spione, ist, es ist einfach leichter zu spielen. Bei Alchemie kann man nichts wirklich falsch machen. Wie gesagt, das Deck spielt sich von selber. Man muss halt nur immer die besten Karten auswählen. Man muss halt immer nur mit seinen Novizen ein Ale beschwören. Man kann mal Ale und muss halt alle Reihen ein bisschen voll haben. Das ist es halt. Es ist wirklich leicht zu spielen. Es hat auch noch durch die Vipernhexer ein sehr starkes Kontrollelement, genau wie die Spione. Das Problem ist halt, die Vipernhexer machen halt massiven Schaden. Viele Karten, die man eigentlich mit Kontrollelementen weghauen will, haben nicht wirklich viel Leben. Zum Beispiel die Enforcer bei Spionen haben nur 6 Leben. Wenn ich einen Viper wirklich darauf zauber, gebe ich halt eine Menge Schaden verloren. Dann ist ein Viper halt auch nur eine 11er Stärke Bronzekarte. Ja. Also man hat zwar mit den Vipern massive Kontrollelemente, allerdings sind die halt schon wieder für viele Karten zu viel. Vipern können sogar sehr starke Bronzekarten werden, wenn nicht sogar stärker als die Aufwiegler, ne? Weil in der Regel spielt man im Alchemie-Deck 10 Alchemie-Karten, manche rennen auch 11. Das heißt, so ein Bronze-Vipern-Hexer ist 15 Schaden. Dann hat man den Bronze-Vipern-Hexer aber auch nur wirklich wegen dem massiven Schaden gespielt und nicht wirklich, weil man irgendwelche gewissen Karten nicht auf dem Feld haben will. Denn alle Karten, die halt gute Effekte haben, haben weitaus weniger Leben. Das heißt, da geht der Vipern-Hexer so ein bisschen ins Leere. Ansonsten hat es auch sehr starke lange Runden. Kurze Runden können durchaus auch sehr stark sein, da man einfach mit dem lieben K hier nochmal seinen John wiederbeleben kann, nochmal eine Karte aus dem Deck spielen kann. Die kurzen Runden sind aber ein bisschen schwächer, unserer Meinung nach, als wenn man eine gute Spionrunde hat.
Von daher, es ist ein starkes Deck. Es kommt sogar sehr stark an Tier 1 ran. Aber Spione ziehen in dem Kontrollelement noch ein Ticken mehr davon und haben fast genauso starke, lange Runden. Von daher finden wir die Spione ein bisschen besser. John Kervaid als Anführer ist eigentlich auch super für gewisse Decks. Gibt halt natürlich auch Leute, die spielen in einem Soldatendeck. Soldatendeck ist halt auch ein Archetype. So ein Swarm-Deck, was sich natürlich auch relativ stark spielen lässt. Da ist John Kervaid auch noch ein guter Anführer. Er ist eigentlich so, ich sag mal, der vielseitigste Anführer, den Nilfgaard aktuell hat. Und dann haben wir noch ein Enthüllungsdeck. Enthüllungsdeck ist auch ein sehr starkes Kontrolldeck. Allerdings kommt es hierbei wirklich auf die Anzahl der Karten an, die man vom Gegner enthüllen kann. Es ist, naja, ich sag mal, auch sehr abhängig von, also die Kontrollelemente sind sehr abhängig von den Karten, die man auf dem Feld hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Mangole auf dem Feld habe und der Gegner schießt die dann weg, wie auch immer, durch einen Vipernhexer oder so, dann entfallen natürlich viele der Kontrollelemente aus dem Deck, von daher ist es nicht so stark. Enthüllungsdecks können aber auch durchaus Stärke zeigen. Die sind nicht zu unterschätzen. Allerdings, fehlt so ein bisschen die kurze Runden, denn Enthüllungsdecks können nicht wirklich bei kurzen Runden mithalten. Das ist so ihr größtes Problem aktuell mit. Die haben allerdings ein sehr, sehr starkes Tempo-Play, stärker als die anderen Nilfgaard-Decks. Wenn man mit seinem Leader anfängt, während eine Mangole auf dem Feld liegt und der Gegner hat eine Karte auf dem Feld, dann enthüllt man natürlich 4 Karten. Davon können 3 gegnerische Karten sein. Das heißt, man spielt den auch mit seinen imperialen Golems. Man holt dadurch nochmal 9 Stärke extra aufs Feld. Plus vielleicht nochmal eine 4er, die man sich selber aus der Hand aufdeckt, dass man auch nochmal eine Karte zieht. Ist halt wirklich ein sehr, sehr starker Leader-Punkte-Swing. Von daher nicht zu unterschätzen, aber zu leicht zu unterbrechen. Zum Usurpator habe ich ja ein bisschen was gesagt. Er ist nicht wirklich zuverlässig. Er ist nicht wirklich gut. Allgemein, alle die neuen Leader sind nicht wirklich stark. Viele Decks. Dann haben wir die Nördlichen. Die Nördlichen sind auch momentan leider so ein bisschen, so eine Fraktion, die ein bisschen mehr schwächelt, ne? Was den Nördlichen aktuell wirklich so ein bisschen den Arsch rettet, ist einfach nur ihr Tier 1 Deck. Das sind die Hänselt-Maschinen. Die Hänselt-Maschinen sind okayisch, ne? Sie sind ein bisschen schwächer als andere Tier 1 Decks. Sie sind aber nicht zu unterschätzen. Das Problem am Hänselt-Deck ist, wenn man es ausspielt, hat man relativ gute Karten. Hänselt ist natürlich für die Maschinen mit der beste Leader. Natürlich kann man auch die Maschinen noch mit anderen Leadern spielen. Wobei ich wirklich sagen muss, dass momentan Edda hat auch ihre Decks, ne? Die Verfluchten oder vielleicht auch ein Edda-Rüstungsdeck. Allerdings wird Edda, finde ich, von den Leadern sehr wenig gespielt. Sie ist mir auch zu RNG-abhängig. Ich habe sie auch selber ein bisschen gespielt. Wir haben sie selber ein bisschen gespielt. Und da kann wirklich einiges schief gehen, wenn man mit ihr eine schlechte Karte erschafft. Das ist leider wirklich so, Edda. Es gibt allerdings nicht so viele schlechte Karten. Von daher ist auch die Wahrscheinlichkeit gut. Aber es kann doch mal passieren. Zum Maschinendeck selber. Durch Hänselt hat es halt ein sehr, sehr starkes Tempo. Noch stärker als sogar das von Morwen, Enthüllungs-Nilfgaard, denn man kann sich halt Maschinen oder man kann sich halt Karten, die Maschinen, Soldaten oder so, aus seinem Deck rausholen. Wenn man sich vorher halt noch eine Karte zufällig generiert hat mit einer, ich weiß gerade nicht, wie die, mir ist gerade der Name der Karte entfallen, die zufällig eine Maschine erstellt, kann man natürlich 3 Maschinen gleichzeitig aus seinem Deck holen. Wenn man zum Beispiel die Türme nimmt, sind die Türme schon, wenn man sie richtig ausspielt, alle 12 Stärke. Das heißt, Hänselt hat dann einfach 36 Stärke mit seiner Leaderfähigkeit plus sich selber, also 39 Stärke rausgeholt. Gut, ist vielleicht nicht optimal, ist zwar das sehr maximale, was man an Stärke rausholen kann, aber wenn da ein Brand kommt, ist man auch traurig. Ansonsten kann man halt auch noch Karten zurück in sein Deck mischen. Durch Nenneke hat nördlich auch die Option, das heißt, man kann vielleicht sogar mehr als 3 Maschinen aus seinem Deck holen, zum Beispiel auch 5 Maschinen. Ist auch eine Variante, ist auch eine Option und das ist wirklich ein sehr starkes Tempo-Play. Wo die Maschinen natürlich auch glänzen, ist bei langen Runden. Maschinen brauchen etwas Zeit, um ihre Kombo aufzubauen, denn durch diese Fresh Crew Ability, durch diese neue Crew Ability, machen halt die Maschinen mehr Schaden, wenn sie halt neben solchen Karten ausgespielt werden. Die müssen natürlich aber auch erstmal aufs Feld. Maschinen haben dadurch, wenn die Karten halt auf dem Feld liegen und alle ihre Maschinen halt mehrfach triggern, eine sehr starke lange Runde.
Allerdings bei kurzen Runden sind sie sehr schwach. Ne? Wenn man nicht wirklich Hänselt für seine Endrunde hat und dann noch irgendwie Maschinen mit rausholen kann aus dem Deck, wenn alles schon gespielt ist. Auf kurzen Runden sind Maschinen wirklich sehr schwach. Die Maschinen können dann wirklich ihre Abilities auch nicht wirklich ausnutzen, weil, naja, man hat keine frische Crew auf dem Feld. Das macht sie wirklich sehr schwach. Sehr, sehr schwach für kurze Runden. Aber wie gesagt, auch hier ein Positives bei den Maschinen ist gute Kontrollelemente. Aber naja, wenn man die Maschinen halt rauslockt, dann haben sie eigentlich so gut wie keine Chance mehr. Ja, dann haben wir noch unsere Tier 2 Decks, Rüstungsdecks. Rüstungsdecks werden aktuell eher mit Volltest gespielt, weil man viele Karten auch aus seinem Deck rausholen kann mit Volltest. Also bei Rüstungsdecks holt man sich viele Karten aus seinem Deck raus. Das heißt, Volltest-Buffs kann man optimal ausnutzen. Es gibt auch Rüstungsdecks, die mit Edda gespielt werden. Auch nicht zu unterschätzen. Rüstungsdecks sind halt sehr stark auf lange Runden, haben allerdings auch Probleme bei kurzen Runden. Rüstungsdecks rennen aber auch teilweise Zirinova, warum sie die kurzen Runden ein bisschen ausgleichen. Das Problem ist, sie haben absolut keine Kontrollelemente. Wenn man die Rüstungsdecks wirklich verhindern kann, dann haben sie wirklich Probleme. Wenn man ihnen ihre Schlüsselkarten nehmen kann, haben sie auch Probleme. Also das macht die Rüstungsdecks natürlich ein bisschen schwächer. Also im Prinzip die gleichen Probleme wie bei Maschinen, nur ihnen fehlen die Kontrollelemente. Und dann gibt es halt noch einen anderen Decktype, der hat sich auch schon bei Nördlichen ewig durchgesetzt. Das sind so ein bisschen die Swarm-Decks. Swarm-Decks sieht man aktuell eher weniger, auch ein bisschen am Schwächeln. Das Problem bei den Swarm-Decks ist halt einfach, dass viele der Karten nicht mitgebufft wurden. Selbst wenn man seine Speer spielt, die andere Karten auch aus dem Deck rufen können, wird es ein bisschen lange dauern. Die brauchen halt eine Menge Zeit, bis sie sich aufgebaut haben. Haben dann allerdings sehr starke lange und kurze Runden. Wobei die Länge halt dadurch, dass sie sich aufbauen, ist halt ein bisschen schwer. Aber ich sag mal, sehr gute mittlere Runden, sage ich. Wenn man sich vorher vorbereitet hat. Und ja, Swarmdecks kann man auch noch mit anderen Anführern sehen. Das Problem ist halt, ja, wie gesagt, Edda ist halt sehr unzuverlässig, was Karten angehen holt, und den anderen Leader, den guten Radovid, sieht man aktuell so gut wie gar nicht, obwohl er vielleicht gegen die Absorb-Monster sehr stark sein könnte, wenn man Necker locken kann. Das Problem ist halt einfach, es gibt aktuell wenig Karten oder nicht so viele Karten, die man locken muss. Wenn man gegen Radovid spielt, guckt der Gegner natürlich, dass man nicht gleichzeitig zwei auf einmal auf dem Feld hat, dass der Gegner einen guten Radovid hinbekommt. Und Locks werden allgemein sehr wenig gespielt, weil die Karten, die halt wirklich Probleme machen, kann man auch leichter zerstören. Ne? Und dieses, wenn diese Karten halt nicht gespielt werden, kann man das Zerstören auch noch ein bisschen vielseitiger nutzen auf andere Karten. Ein Lock ist meistens dann einfach nur ein Lock und gut ist es. Sobald der Locker keinen wirklich tollen Nebeneffekt hat, lohnt es sich eigentlich nicht, einen Lock zu spielen. Und wenn man schon Radovid eigentlich so gut wie kaum als Leader sieht, wenn eine gute Necker oder wenn die Necker-Phase schon da war, dann heißt es auch was. Ne? Das Problem ist halt, Radovid ist gegen viele, viele Anführer, die aktuell häufiger gespielt werden, wie zum Beispiel Zwerge, schwach, weil er da einfach keine guten Ziele findet, also weil er da einfach keine guten Lock-Targets hat. Ne? Zwerge bringen nicht zum Locken, skellige Decks haben auch teilweise, also die Axtmänner natürlich, aber die Bärenmeister haben nicht wirklich Optionen da, dass man sich da locken kann. Und so geht es bei anderen Decks natürlich auch. Vielleicht werden wir Radovid aber noch sehen, man sollte ihn nicht abschieben. Radovid kann man auch natürlich durchaus mit Maschinen spielen oder man könnte Radovid natürlich auch mit Swarm spielen oder mit Rüstung spielen. Er ist halt so ein bisschen vielseitig, aber naja, aktuell sind halt, weil der Lock momentan nicht so nützlich ist und die anderen, die da stärker sind. So, kommen wir zu den Monster-Decks. Monster, Tier 1-Decks sind unserer Meinung nach aktuell Konsum-Decks. Konsum war immer für Monster eigentlich ein relativ brauchbarer, starker Archetype. Bei den Konsum-Monstern ist es nichts anderes. Der Leader ist hier dabei natürlich jetzt die neue Krabbspinnkönigin. Monster sind aktuell die einzige Fraktion. Na gut, vielleicht nicht die einzige, weil Nilfgaard aktuell durch den Buff noch einen weiteren hat, aber den zählen wir jetzt mal nicht mit. Monster haben aktuell 5 Leader, allerdings sind 2 Leader so gut wie gar nicht gespielt. Ne? Konsumdeck, natürlich der Leader Krabbspinnkönigin, konsumiert 3 eigene Einheiten. Zeichnet sich bei, also es gibt mehrere Konsumvarianten. Es gibt eine Konsumvariante, wo man mit massiv Neckern spielt, die sogar aktuell, wenn nicht sogar die stärkste ist. Eine andere Konsumvariante spielt halt nur mit 3 Neckern. Die ist ein bisschen, sag ich mal, vielseitiger.
Die spielt halt auch noch mit den Harpien. Das heißt, wenn man eine freundliche Bestie konsumiert, dann kommt eine Harpie aus dem Deck, was sehr stark ist. Aber das, was die Konsummonster aktuell so ein bisschen auszeichnet, ist, dass sie ein sehr, sehr starkes Tempo-Play haben. Also wirklich vom Tempo-Play her mit den Monstern, wenn nicht sogar das stärkste Tempo-Play, was es aktuell gibt von allen Decks. Man kann halt seine Neckar fressen. Wenn man die Neckar frisst, kommen natürlich neue aus dem Deck, was massiv ist, denn man kriegt einfach vielleicht einen Buff von guten 8 Punkten, während man halt nichts auf dem Feld verliert. Auch bei den Harpien ist es so, man kann 3 schwache Bestien fressen, kriegt dann nochmal 3 Harpien aus dem Deck. Ne? Wirklich ein sehr starkes Tempo-Play. Sie sind auch vielseitig einsetzbar. Die Massen-Neckar-Decks sowie die normalen Neckar-Decks. Bei den Massen-Neckar-Decks könnte man zum Beispiel alles auf die letzte Runde setzen und könnte einfach nur den Gegner, wenn er nichts dagegen tun kann, komplett auspowern. Man kann aber auch Neckar natürlich oder viele oder ein paar Neckar in der ersten Runde fressen, dass man halt sehr starke ersten Runden hat. Das macht es wirklich vielseitig einsetzbar. Tendenziell zum Beispiel, wenn ich gegen Nilfgaard gespielt habe, habe ich sehr viele Neckar in der ersten Runde teilweise gefressen, weil wenn der Gegner einfach einen Zwirs gezogen hat durch einen Runenstein oder weil er ihn im Deck hatte, dann ist man natürlich mit einem Mass-Neckar-Deck ziemlich traurig. Dann sind die alle Neckar weg und ja, man kann trotzdem noch gewinnen, auch wenn alle Neckar aus dem Deck rausgeworfen werden. Und das zeigt halt auch, wie vielseitig dieses Deck eigentlich ist. Das Problem an den Konsumdecks ist allerdings, sie sind sehr anfällig im Aufbau. Wenn sie gekontert werden, ja, dann ist es so gut wie aus mit dem Monstern-Deck. Wenn man Neckar ins Deck mischt oder so, dann brauchen sie halt auch ein bisschen Zeit. Man muss natürlich die ganzen Karten fressen, man muss seine Neckar auch buffen, indem man konsumiert. Das heißt, dieser Aufbau dieses Decks ist der Knackpunkt. Es ist wirklich sehr langsam am Anfang. Es kann allerdings aber auch nur 2 Karten Rückstand gewinnen. Dann darf der Gegner allerdings wirklich keine guten Endkarten haben, keine guten Antworten. Das ist wirklich das Problem, ne? Die Neckar brauchen sehr viel Zeit, wenn man sich ins Deck mischt und selbst wenn man ein nicht reines Neckar-Deck hat, es braucht eine gewisse Aufbauphase, die sich leider ein bisschen ziehen kann, weshalb bei manchen Decks vielleicht spezielle Karten reingemischt werden, dass man das so ein bisschen verhindern kann. Ist ein bisschen tricky. Es ist auch sehr anfällig, dass es seine Goldkarten braucht. Die Goldkarten sind ein absoluter Schlüssel, ne? Ob es jetzt natürlich die Brauerin ist mit die Katze jetzt gerade gemacht. Wenn es jetzt die Brauerin ist, die wiederbeleben muss oder vielleicht ein Phönix, ne, ist es halt auch da sehr anfällig. Tier 2 Decks für die Monster. Aktuell unserer Meinung nach Relikte. Relikt-Decks sind sehr starke Decks. Sie können entweder mit Eredin oder mit Dagon gespielt werden. Eredin kann vielleicht noch ein paar nützliche Karten rausholen, wobei beide Relikt-Decks spielen aktuell so ein bisschen mit Wettern. Bei Eredin wäre es halt der Frost, bei Dagon wäre es dann halt primär der Nebel. Relikt-Decks zielen einfach nur darauf, starke Bronzekarten, die man vielleicht vorher durch eine Goldkarte gebufft hat, aufs Feld zu rufen. Und wenn sie auf dem Friedhof sind, kann man sie halt nochmal fressen mit den Ghoulen, dass man halt wirklich aus seinen Karten sehr viel Stärke rausholt, sind auch durchaus nicht zu unterschätzen. Der Vorteil ist natürlich, dass sie halt nicht so anfällig sind im Aufbau. Allerdings auch nicht so wirklich schnell sind, wenn man es genauer haben will. Also sie sind halt nicht die schnellsten, aber sie sind nicht so langsam. Sie können allerdings nicht wirklich sehr starke Tempo-Plays rausholen, nicht so stark wie die Konsum-Decks, ne? Und die Todesmunch-Monster. Die Todesmunch-Monster brauchen auch ein bisschen Aufbauzeit. Das ist aktuell so ein Problem, was, glaube ich, viele Monster-Decks haben. Sie brauchen ein bisschen Aufbauzeit. Wenn die Aufbauzeit allerdings da sind, sind sie sehr stark. Todesmunch-Monster können allerdings auch auf kürzeren Runden sehr stark werden, weil Todesmunch-Karten, wenn man sie wiederbelebt mit der Brauerin, haben dann natürlich einen massiven Punkteswing. Man kann sie dann nochmal fressen oder man kann sie halt nochmal benutzen, irgendwie, um die Todesmünze zu triggern. Beides sehr starke Decks. Das Problem ist, beide haben nicht so einen starken Tempo-Plays wie die Konsum-Decks. Beide sind eigentlich nicht so vielseitig einsetzbar. Ne? Das ist das Problem. Also die sind halt auch, ich würde fast sagen, ein bisschen relativ linear zu spielen. Andere Option wäre halt auch noch ein Mondlicht-Monster-Deck, wo man halt die Wölfe rausholt und sich selber hochbufft. Ne? Aber die brauchen auch Zeit. Also im Prinzip alle Monster-Decks brauchen irgendwie so ein bisschen Zeit, bis sie funktionieren können, aber allerdings sehr stark werden. Nur was ich halt bei den Mondlichtmonstern so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass man
bei Mondlichtmonstern auch keine starken kurzen Runden hat. Die haben mir irgendwie bei Mondlichtmonstern gefehlt. Vielleicht habe ich es falsch gespielt. Ist auch noch ein Archetype. Ja, wie gesagt, Relikte. Entweder Eredin oder Dagon, je nachdem, was man für Wettereffekte spielt. Beide nützlich. Todeswunsch. Primär eigentlich Dagon, um Fogling aus dem Deck rauszuholen. Und war ja ein bisschen... Naja, er ist nicht stärker wirklich als Eredin. Ne? Er ist noch nicht wirklich zum Deckman. Ja, wobei Deckman ist halt bei beiden gleich. So, ne? Eredin kann natürlich einen Frost aus dem Deck rausholen oder noch eine Karte mit einem Frost. Dagon holt einen Fogling. Die beiden Leader geben sich aktuell nicht viel. Man sieht aber auch häufig bei Relikt-Decks Dagon. Dagon wird, glaube ich, ein bisschen häufiger gespielt als Eredin. Die anderen Leader, der ungesehene Älteste, also der Anziehen Elder und der Flüsterhügel, sind beide aktuell eigentlich zu gar nichts zu gebrauchen. Der Anziehen Elder hat einfach keinen wirklichen Decktyp, wo er wirklich reinpasst, wo er wirklich was bringt. Und von einer Karte die Hälfte der Stärke zu nehmen, ist auch aktuell bei vielen Decks nicht wirklich ein starker Effekt. Konsummonster haben teilweise sehr starke Decks. Spellatel hat wirklich sehr starke Karten aktuell, aber ja, da oder halt auch Rüstungsdecks, aber da die Hälfte zu fressen, bringt jetzt auch nicht, sage ich mal, so viel. Und was will man drumherum aufbauen, ne? Also Todeswunsch oder Relikte, finde ich den Anziehen Elder auch als Leader nicht wirklich so toll. Man sieht ihn nicht wirklich häufig. Flüsterhügel ist wieder einer dieser zufälligen Karten. Er kann gut werden, vor allem, weil er auch Monsternest beschwören kann. Er kann aber auch relativ schlecht werden. Ich mag diese ganzen zufälligen Anführer nicht. Flüsterhügel, also der Flüsterhügel sieht man auch so gut wie gar nicht aktuell. Und das hat natürlich auch seine Gründe, er ist sehr schwach. So, dann kommen wir zu der letzten Fraktion. Hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert als gedacht. Skellige. Und Skellige muss ich wirklich aktuell sagen, bin ich hart am Überlegen. Skellige ist leider für mich so eine Fraktion. Die ist meiner Meinung nach die schwächste Fraktion aktuell. Mit die schwächste Fraktion aktuell. Und sie hat auch nicht so wirklich viele Decktypen. Warum das so ist, komme ich gleich nochmal zu sprechen. Kommen wir erstmal zum Tier 1 Deck. Das sind die Svalblot-Einheiten. Oder wie man sie auch nennt, die Bärenmeister, die Bärendecks, die verfluchten skellige Einheiten. Es ist im Prinzip diese Decks, die mit den Svalblot-Einheiten spielen. Also den vielleicht Berserkern oder den Berserker-Marodeuren eher. Den Bestienmeistern, die Bärden rufen und so weiter und so fort. Ziel des Decks ist es halt irgendwie, die Bestienmeister tot zu kriegen, wiederherstellen, wiederzubeleben. Dann hat man noch meistens eine Zirinova oder einen Olaf in dem Deck, dass man halt auch eine sehr starke kurze Runde hat. Bei den Zweiblaut-Decks, sie haben auch einen gewissen guten Carryover, dadurch, dass viele ihn mit Olgierd oder Morvak noch spielen. Ne? Zweiblaut-Decks können entweder mit Bran gespielt werden oder aber mit Unkraid. Man sieht aber vielmehr primär Bran, einfach nochmal um die Karten aus dem Deck rauszuholen, die man nicht unbedingt haben will. Das Problem an dem Deck ist natürlich, man zieht auch kaum Karten. Man hat natürlich Karten, die welche aus dem Deck rausrufen, aber man braucht natürlich seine starken Finisher. Man braucht wirklich Zirinova oder vielleicht Olaf für die letzte Runde, dass man da halt wirklich eine sehr starke kurze Runde hat. Wenn man die nicht zieht, kann man durchaus Probleme haben. Sie haben sehr starke lange Runden. Wie viele andere Decks auch, das macht es auch wirklich so stark. Wenn man halt erstmal angefangen hat, seine Kombos da rauszuholen, seine Bären rauszuholen, sind alles auch relativ gute Bronzekarten. So ein normaler Bestienmeister ist schon alleine 12er Stärke-Karte. Natürlich, wenn man einmal wiederbelebt hat mit den Wiederherstellen, ist es eine 19er Stärke-Bronzekarte, was auch gut ist für eine kurze Runde, wenn man ihn wiederbeleben will. Und wenn man halt erstmal ein paar Kreaturen, die vielleicht geschwächt sind oder die vielleicht verflucht sind, auf dem Feld hat, die Berserker-Marodeure bringen natürlich dann absoluten Punkteswing von Bronzekartenstärke 16, 17 Punkten, was sie verdammt stark macht. Das Problem, bis dahin dauert es erstmal ein bisschen. Und es ist auch wieder so ein Deck, was ein langsames Tempo aufweist im Vergleich zu Monstern. Es ist ein bisschen schneller, aber es ist trotzdem noch langsam. Langsamer als in anderen Decks. Und das Problem ist dann wirklich, wenn der Gegner vielleicht so passt, ne, es kann eine Stärke in allen Runden rausbringen. Aber wenn der Gegner jetzt, sagen wir mal, schnell passt, man kommt in den Kartennachteil, hat man schon so gut wie verloren. Das ist wirklich aktuell ein Problem mit Skellige. Es dauert natürlich halt ein bisschen, bis diese ganze Kombo gesessen hat. Und wenn der Gegner vielleicht mitten in der Kombo auch mal aufhört, weil er viele Punkte vorne hat, man kann nicht so schnell aufholen, dann ist man natürlich so ein bisschen in der Falle.
Und es dauert dann halt auch ein bisschen wieder. Vielleicht sind die Berserker-Marodeure nicht so stark, aber man braucht halt wieder auch wieder ein bisschen Zeit, bis man sich alles aufgebaut hat. Wenn man nicht unbedingt seine starken Finisher-Karten raushauen will, ne? Es ist halt wirklich ein Problem. Naja, es hat aber sehr starke kurze Runden. Wirklich sehr starke kurze Runden. Mit Olaf und Cirinova einfach mal so, oder den Berserker, den Bestienmeistern auf dem Friedhof, ruft es einfach mit Karten, mit einer Karte 20 Stärke, also pro Karte 20 Stärke raus, was wirklich sehr stark ist. Das Problem ist halt nur, wenn man irgendwie so ein bisschen outplayed wurde, dann hat man zwar mit einer Karte massive Stärke, wenn der Gegner allerdings Karten mehr hat, einen Kartenvorteil hat, dann liegt man hinten, da hat man ein Problem. Und dann kriegt man den selbst, wenn man seine 20er Stärke Karten auf dem Feld hat, nicht wirklich mehr aufgeholt. Ja, das ist aktuell so ein Problem mit Skellige. Wie gesagt, Unquaid wäre auch noch eine Option für den Leader. Gibt einige, die spielen dieses Deck mit Unquaid. Brand ist allerdings ein bisschen besser. Dann haben wir noch als Tier 2 Deck die Axtmänner. Das Problem ist halt, Skellige hat sonst keinen wirklichen Arc-Type mehr oder keine wirklich starken Decks mehr, die mir richtig einfallen. Klar, es gibt zum Beispiel noch die Kambi-Decks. Kambi-Decks können auch durchaus stark werden, ne? Ich würde mal sagen, die sind so ein schwaches Tier 2 Deck. Werden übrigens auch größtenteils mit Brand gespielt, einfach weil man die Karten ziehen muss. Aber Kambi-Decks sind für mich auch eher so ein Spaß-Deck. Auch ein Deck, was relativ stark ist, sind die Axtmänner. Die Axtmänner sind aber genau wie die Svalblot oder Bärenmeister sehr abhängig von gewissen Karten. Bei Axtmännern sind es halt erstmal die Wetterkarten, von denen sie sehr abhängig sind. Wenn die Wetterkarten geklärt werden oder sie allgemein ausgekundet werden, sind die Axtmänner-Decks sehr schwach. Sie ziehen auch keine Karten, sie sind sehr kartenabhängig. Sie sind leichter konterbar als die Svalblot-Docks. Also die Svalblot sind so gut wie gar nicht konterbar, ne? Also, was heißt, sie sind sehr schwer konterbar, weil die Karten ineinander weniger aufbauen als bei anderen Decks. Bei Axtmännern bauen die Karten natürlich ein bisschen mehr auf, aber ja, leichter konterbar. Dafür können die Axtmänner halt, wenn alles aufgebaut ist, ne, wenn so dieser anfängliche langsame Tumor so ein bisschen vorbei ist, sehr schnell sehr viel Punkte generieren. Das heißt, Axtmänner will man wirklich, wenn man eine Runde spielt, eine kurze Runde spielen, denn in kurzen Runden können Axtmänner, naja, so gut wie gar nichts machen. Axtmänner brauchen wirklich am längsten Zeit, um sich aufzubauen mit. In jeder Runde, ne? Monster brauchen halt am Anfang vielleicht ein bisschen länger Zeit, aber am Ende ist dann, wenn es aufgebaut ist, ist es aufgebaut. Axtmänner haben halt einfach absolut kein Carryover, ne? Sie bringen nichts mit in die nächste Runde, das ist ihr mit größtes Problem. Sie bringen absolut nichts mit. Man kann die Axtmänner zwar wiederbeleben und die ganze Chose nochmal von vorne beginnen, aber wenn die Runde wirklich nur mit zwei oder einer Karte besteht, dann hat man mit dem Axtmänner-Deck wahrscheinlich höchstens verloren. Axtmänner-Deck spielen mit Harald größtenteils. Harald einfach sehr stark, macht 10 Schaden auf die gegenüberliegende Reihe und wenn man Axtmann dann gegenüberliegenden hat, bufft sich der Axtmann nochmal um 10 hoch. Was natürlich optimal ist, hat man zwei Axtmänner, buffen die sich natürlich um 20 hoch. Das heißt, ein Axtmann mit einem Harald sind schon 26 Punkte Swing, was natürlich ziemlich viel ist. Aber ja, man hat auch nicht sonst großartig Möglichkeiten. Die anderen, oder beziehungsweise der andere Leader, Unquaid, wie gesagt, könnte man auch noch im Zwei-Block-Deck spielen. Aber der Eist ist wirklich momentan eine tote Karte. Weil er ruft einen Soldaten, einen Two-Search-Soldaten. Es gibt allerdings aktuell keinen guten Soldaten, den er wirklich rufen könnte. Klar, man könnte noch einen weiteren Axtmann rufen. Das Harald aber wirklich als Leader besser, weil er einfach einen Axtmann hochbufft, enorm hochbufft. Die Veteranen sind leider keine Soldaten. Es gab früher noch skellige Veteranendecks, die sind mittlerweile weggefallen, weil die Veteranen halt keine Soldaten mehr sind. Und das ist auch ein Grund, warum Skellige momentan so ein bisschen seine ganzen Decktypen verloren hat. Die ganzen Retz-Karten, die Skellige vor dem Midwinter-Patch ausgemacht haben, retzen jetzt nur noch halt spezifische, ich sag mal, Karten. Also Soldaten, Maschinen oder vielleicht Bestien, Zwei-Blot-Einheiten. Das heißt, es gibt jetzt drei verschiedene Bronze-Retzer. Die Silber-Retz-Karten sind leider auch nicht mehr so wirklich nützlich. Skellige hat dadurch viele seiner Decktypen verloren.
Und bis auf Axtmänner und, naja, die Bären sieht man eigentlich so gut von Skellige gar nichts mehr, ne? Veteranen sind komplett tot, dadurch, dass man sie einfach nicht mehr wiederbeleben kann. Ja, kann sein, dass mir jetzt irgendein Decktyp für Skellige entfallen ist, aber mir fällt aktuell wirklich gar kein Starker mehr ein. Es gibt Zweiblatt, es gibt die Axtmänner. Beide Decks haben ihre Vor- und Nachteile. Zweiblatt finde ich allerdings nochmal ein bisschen stärker. Wir finden zwei Platz nochmal ein bisschen stärker als die Axtmänner, einfach weil die Axtmänner leichter konterbar sind. Ne? Aber ansonsten fehlt es Skellige wirklich momentan an einigem. Und Skellige ist auch wirklich so ein Decktyp, oder Skellige ist wirklich so eine Fraktion, die eigentlich am wenigsten von allen gespielt wird. Was sehr schade ist, was unsere Lieblingsfraktion ist, aber im Vergleich mit anderen Decks kann es nicht wirklich mithalten. Und Zweiblatt ein Tier 1 Deck zu nennen für Skellige, ja, allgemein ist es sogar noch deutlich schwächer als die anderen Tier 1 Decks. Das ist das Problem. Man kann sich, ja, wobei es wurde auch genervt, man konnte sich früher halt mit Hymn noch einen Spion-Vorteil holen, weil man mehrere Spione erschaffen konnte, aber die Zeiten sind auch vorbei und ja, ich würde sogar fast sagen, Skellige hat wirklich aktuell kein richtig starkes Tier 1 Deck, sondern eher nur gute Tier 2 Decks. Das ist das Problem. Wobei Tier 2 Decks können auch mit Tier 1 Decks mithalten, ne? Aber Skellige hat momentan eine harte Zeit. Das sind die Gründe. Und die anderen Leader sind auch nicht wirklich häufig gespielt, zumal Eist halt auch wirklich toll ist. Nicht wirklich toll ist. Na gut. Das war's jetzt mit dem Video. Wie gesagt, wir haben nicht jedes Deck durchgenommen, aber ich glaube, man sieht es schon allein an der Folgenlänge, wie lange das jetzt ging, dass es halt wirklich sehr zeitaufwendig ist, alles genau zu besprechen. Wir haben die Decks ein bisschen durchgenommen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen helfen, was wir aktuell als die stärksten Decks empfinden, warum es die stärksten Decks sind, wo aber auch ein bisschen ihre Schwächen liegen. Vielleicht könnt ihr das mal irgendwann benutzen. Wie gesagt, aber auch die Decks sind halt so Allgemeinbegriffe. Zwerge gibt es mittlerweile 50 verschiedene Decks, aber allgemein als Decktyp sind es dennoch die stärksten. Ihr könnt euch mal gerne schreiben, ob ihr uns zustimmt oder ob ihr vielleicht bei ein paar anderen Decks anderer Meinung seid. Vielleicht findet ihr bei Nilfgaard Alchemie stärker als die Spione. Ne? Bei uns ist es halt allerdings, wir sind eigentlich größtenteils davon überzeugt, dass die Spione ein bisschen stärker sind. Können halt nur größeres Pech haben. Wie seht ihr die Sache so? Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns wissen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen dröge, weil es 40 Minuten nur Rederei war. Aber Spiele dazwischen zu spielen, mit jeder einzelnen Fraktion und das reinzuschneiden, hat leider von der Zeit her nicht gepasst. Tut mir leid. Hätte ich vielleicht ganz gerne noch gemacht. Aber es wären dann auch keine kompletten Runden gewesen, weil ja, es wäre zu lange. Ne? Und so hat man nochmal ein bisschen Übersicht. Na gut. Das war's mit der Folge Gwentalk. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst uns wissen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.